Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Mein Bruder, meine Schwester, es dort scheint zu weiter, dass Jesus uns dort von dort wiesen kann, ob auch dort, was noch kommt. Auch dort wird ein paar tausend Jahre sein, eine Ewigkeit. So weiß Herr Johannes in Offenbarung 1,19, redet die Bibel davon. Und er sagt zu Johannes, schrieb mal ab, was nu passieren wird und was in der Zukunft passieren wird. Weißt du, in den vergangenen Tagen in der Welt mit dem Internet und mit der ganzen Technologie, und mit alles, was passiert in der Welt, und all das Beise, und all die Kriegsgeschichte, und wo wir hier so viel, was es in der Wissenschaft gibt, was die Menschen die sehr viel weiter, was die alles bloß für Dinge machen. Und dann kann uns mit Angst werden, wo wir dort haben. Was wird mit unseren Kindern passieren? Was wird mit unseren Großkindern passieren? Was für eine Welt kommt auf den Tau? Was wird passieren, wenn der Antichrist kommen wird? Wenn das Böse regiert? Weißt du, Gott sieht das alle. Gott kann Johannes das all wiesen, deswegen hat er das abgeschrieben und deswegen haben wir in der Bibel die Offenbarung. Da steht alles bei, was nu passiert, was gestern passiert ist, und dort wird Maria. Und dort, was bei der Eng und in einer Ewigkeit passiert, alles, was wir weiter darüber, das hat Gott dem Johannes gewesen. Und wir können vertrauen, dass das ganz neu so passieren wird, dass Gott das will. Gott ist stört ja aus dem Internet. Gott ist stört ja aus dem Sodom. Gott ist stört ja aus all dort, was die moderne Welt schaffen kann. Er steht wie der Reva. Und für jede Generation gibt es die Gelegenheit, mit Jesus den Sieg zu haben und ein ewiges Leben zu haben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du über alle Generationen der Herr bist. Ab dieser Erde in Bad einer Ewigkeit. Und Herr, wie ich lebe an dir. Und wir wollen mit dir gehen in alle Zukunft in deiner Hand leihen. Und wir beten in deinem Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top möchte ich den Namen Jesu grausschreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.